Grüß Gott alle miteinander. Ich bin's Katrin und ich habe heute einen kleinen Tipp für euch. Und zwar habt ihr euch einmal gefragt, wo ihr bei eurem neuen BH am besten einhaket? Ich gebe euch mal einen guten Tipp. In der Regel habt ihr drei Häkel, in denen ihr euch aussuchen könnt, wo ihr einhaket. Wenn euer neuer BH bereits ganz eng eingehakt wird, dann solltet ihr nochmal über die Größe nachdenken. Wenn ihr ganz fest hinter einhaket und der sich schon ganz doll zieht, bitte auch nochmal überlegen. Wenn ihr aber die goldene Mitte gewählt habt und euer BH angenehm fest um euch drumherum liegt, dann habt ihr es richtig gemacht. Denn dann könnt ihr, wenn ihr wollt, immer nur nach links oder nach rechts hüpfen, das heißt einmal weitermachen oder einmal ein bisschen enger machen. Dann sind sie sehr flexibel und wenn irgendwann mal die Sache ist, dass er wirklich ganz eng dran hakt und es sogar richtig locker ist, dann kann man einen guten BH auch noch enger nähen. Ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ade!